Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu dieser neuen Prognose. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen. Der erste Teil des zweiten Spieltags steht an, der zweite Teil kommt dann wahrscheinlich übermorgen. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen. Lasst auch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da, wenn es euch gefällt. Falls hier und da mal ein bisschen Sprachprobleme auftreten, kann das passieren. Ich habe einen langen Arbeitstag hinter mir. Ich hoffe, das könnt ihr mir verzeihen. Ich bedanke mich fürs Reinschalten. Los geht's mit Kroatien gegen Albanien. Das war alles andere als glatt, was Kroatien gegen Spanien präsentierte. Vor allem in der Defensive deutlich zu anfällig. Jetzt war ein Sieg gegen Albanien Pflicht. Aber die hatten Italien auch so richtig unter Druck gesetzt. Das früheste EM-Tor der Geschichte. Es war also keine leichte Aufgabe für die in Blau gekleideten Kroaten. Dennoch der klare Favorit auch hier. Mit der besseren Anfangsphase hier nach 6 Minuten die erste gute Chance, der Ball aber zu zentral. Albanien diesmal also nicht mit dem Powerstart, dann dieser Ballgewinn von Kramaric, der steht alleine vor dem Kasten und überlupft Strakosha. Überragend gemacht von Kramaric, dem Hoffenheimer Stürmer, der hier heute auch im Mittelsturm auftauchte. Perisic für Budimir in der Startaufstellung, zahlte sich doch diese Positionierung gleich aus. Ein wunderbarer Treffer. Albanien aber zeigte Nehmerqualitäten. Seferi bei Rami dreht sich da gut um den Gegenspieler und erzielt den Ausgleich. Etwas mehr als eine halbe Stunde gespielt. Albanien war wieder zurück im Spiel. Die kalte Dusche für Kroatien. Da war sie wieder, diese defensive Anfälligkeit. Auch Pongracic runter, der sah ja gegen Spanien gar nicht gut aus. Dafür Gvardiol in die Mitte gerückt, aber der war hier ebenfalls unterlegen. Vor der Pause noch einmal die Kroaten. Perisic, Luka Modric und Meier. Strakosha hält das 1:1 zur Pause fest. Es musste mehr kommen von Kroatien, denn wenn im letzten Spiel dann Italien wartet, da auf einen Sieg angewiesen zu sein, muss man auch nicht unbedingt haben. Der zweite Durchgang dann aber auch von Unzufriedenheit geprägt. Brozovic hier mit dem Zeichen und dem harten Einsteigen. Es lief weiterhin nicht rund in diesem Turnier für Kroatien. Fanden nicht in ihren Flow. Albanien aber immer wieder zwischendurch mal gefährlich. Wir sind schon langsam in der Schlussphase. Sie kam nochmal in den 16er. Seferi hält lange den Ball bei Rami. Stanisic dazwischen. Den Super-GAU verhindert, aber mehr auch nicht. Es blieb bei diesem 1:1, wovon sich beide nichts kaufen können, aber für Albanien ist das sicherlich ein schöner Teilerfolg. Für Deutschland war es der perfekte Auftakt in die Heim-EM. Das 5:1 gegen Schottland elektrisierte dann auch den ein oder anderen, der noch gar nicht in EM-Stimmung war. Nun gegen Ungarn in den rosanen Trikots. Die Ungarn, ja, enttäuschten gegen die Schweiz. Das war alles andere als überzeugend. Und auch hier unter Zugzwang die erste Möglichkeit gehörte Florian Wirtz. Richtig gefährlich wurde es hier aber noch nicht. Ungarn musste liefern. Ein Punkt wäre wahrscheinlich in Ordnung, aber eigentlich muss man hier auf Sieg spielen. Aber das tat dann erstmal weiter Deutschland. Es waren aber immer nur Ansätze. Also Deutschland tat sich schon relativ schwer, war aber sehr spielbestimmt und vor allem diesmal in der Defensive, was zuletzt gegen Ungarn nicht immer der Fall war, extrem stabil. Jetzt Joshua Kimmich im 16er setzt sich da gut durch und Gündogan aus spitzem Winkel Gulaschi in die Arme.
war immer mal wieder so. Ungarn mit Ballverlusten in der eigenen Hälfte und das kann tödlich enden. Gündoğan aus der zweiten Reihe, Gulaschi. Havertz mit dem Querpass, dann der Schuss aus der zweiten Reihe. Es war eigentlich nur noch eine Frage der Zeit, bis es klingeln würde. 45. Minute, Eckball, Toni Kroos. Der findet Kai Havertz, der macht das 1:0. Deutschlands Nummer 7 mit seinem zweiten EM-Tor gegen Schottland noch per Strafstoß. Jetzt macht er es mit dem Kopf nach einer Ecke. Schwer zu verteidigen, da am ersten Pfosten Gulaschi hat das Nachsehen. Also doch noch der Führungstreffer vor der Pause. Auch absolut verdient von Ungarn. Wirklich wenig bis gar nichts nach vorne zu sehen. Durchgang Nummer 2. Sollte es so dominant weitergehen für die Nationalelf? Es sah erstmal danach aus. Gündoğan. Havertz mit dem Außenriss und Gulaschi mit der Glanztat. Fackelt Havertz nicht lange, das ist ja genau richtig. Die Bahn war offen zum Tor. Am Ende fehlt dann ein bisschen die Präzision. Stunde von der Uhr. Musiala. Schöner Pass auf Havertz. Doppelpack, 61. Minute. Kai Havertz mit der Vorentscheidung in diesem Spiel. Es geht sehr gut weiter für die deutsche Nationalmannschaft. Musiala mit dem Assist. Havertz mit rechts, mit seinem nominell schwächeren Fuß, setzt er hier den Deckel drauf. Es war aber auch kein Nachgeben zu spüren. Deutschland machte weiter bis zum Ende, bis zum bitteren Ende. Aus Ungarn Sicht fast noch das 3:0. Musiala aber scheitert an Peter Gulaschi. Somit endete das Spiel 2:0. Ein sehr guter Auftritt von Deutschland. Damit konnte man zufrieden sein. Sehr dominant, viele Chancen herausgespielt und dann in den entscheidenden Momenten auch die Treffer gemacht. Deutschland kann sich also für die K.O.-Runde qualifizieren. Spiel Nummer 2 aus Gruppe A, Schottland gegen Schweiz. Die Gegensätze treffen hier aufeinander. Da steht eine 1:5 Pleite von Schottland und ein 3:1 Sieg der Schweiz. Also da haben die Eidgenossen doch nochmal ordentlich gezeigt, was in ihnen steckt, auch wenn da so ein bisschen die Altersstruktur hier und da mal angesprochen wurde. Schottland diesmal aggressiver als gegen Deutschland. Hier die frühe gelbe Karte für McGregor, der hier einfach mal reinhackt, sich beschwert, aber im Inneren sicherlich weiß, diese gelbe Karte war berechtigt. Schottland aber mutiger als noch zuletzt gegen Deutschland. Christie legt den Ball zurück und McTominay hat einen guten Abschluss. Jan Sommer mit der guten Parade, straffer Schuss, relativ kurze Distanz, den kann er abwehren. Knapp über eine Viertelstunde gespielt. Adams, McGinn aus der zweiten Reihe, diesmal kommt Sommer nicht mehr hin. 1:0 für Schottland in der 17. Minute. McGinn, der da selber den Ball erobert von Dua, dann ein Doppelpass spielt. Und in diesem Fall Jan Sommer überwinden kann. Was war los mit der Schweiz? Hier dann mal nach vorne und dann und dann und dann. Gelb-rote Karte für Callum McGregor nach gerade mal 22 Minuten. Haut da Chaka von der Seite in die Knöchel. Bitterer kann's nicht laufen. Die nächste rote Karte für Schottland. Das war ja im ersten Spiel noch Porches, der glattrot gesehen hat. Der anschließende
Freistoß. Granit Xhaka! Was für ein Ding. 23. Minute. Eben direkt im Anschluss an die gelb-rote Karte. Dieser Freistoß. Es könnte für Schottland nicht schlechter laufen. Aber das ist ein wunderschöner Freistoß. Zum Zungeschnalzen. Gunn fliegt nur hinterher. Macht noch Bekanntschaft mit dem Pfosten. 1:1 nach 45 Minuten. Die Vorteile lagen nun deutlich bei der Schweiz. Für Schottland hieß es 10 gegen 11 mal wieder. Aber sie waren zumindest im Spiel, was das Ergebnis anging. Trotzdem passierte nach vorne dann nicht mehr viel in Unterzahl. Das ist Ebischer, Dua und Gunn. Ebischer und Dua, die ja wirklich im ersten Spiel gegen die Ungarn mal so richtig auf den Putz hauten. Hier fast in Kombination das 2:1. Dann mal Schottland. Zum Ende hin nochmal mit dem Mute der Verzweiflung. Armstrong, McTominay und Sommer nochmal. In der 79. Minute hält der das 1:1 fest, bei dem es am Ende auch blieb. Für die Schweiz ist das sehr wertvoll, für Schottland aller Voraussicht nach zu wenig, um im Turnier zu bleiben. Slowenien gegen Serbien. Gruppe C startet in den zweiten Spieltag. Die Serben unterlagen England knapp mit 1:0. Slowenien erkämpfte sich am Ende verdient einen Punkt gegen Dänemark. Aber wer weiterkommen möchte, sollte hier, wenn möglich, gewinnen. Und Slowenien hatte den besseren Start, auch wenn es eine recht chancenarme Partie war. Hier muss sich Rajkovic mal auszeichnen. Macht er auch. Wenige Augenblicke später, Šeško, der schon im ersten Spiel auf sich aufmerksam machte, bedient Stojanovic. Der im 1 gegen 1 einschiebt, 38. Minute, 1:0 für Slowenien. Die entwickeln sich hier langsam zur positiven Überraschung in diesem Turnier. Eben das 1:1 gegen Dänemark, was verdient war, hier jetzt 1:0 gegen Serbien in Führung. Serbien vor der Pause dann mal per Kopf in Erscheinung getreten. Milenkovic-Savic scheitert aber am guten Jan Oblak. 1:0 stand es damit zur Pause. Slowenien spielbestimmend, Serbien doch weiterhin enttäuschend. Durchgang Nummer 2. Slowenien wollte nachlegen und tat das fast. Aber Rajkovic hatte in der 52. Minute etwas dagegen. Dann fiel Leerlauf. Für Slowenien sollte das was Gutes heißen. Serbien musste hier zumindest einen Punkt holen, um die Möglichkeit zu haben, weiterzukommen. Und dann hatten sie die Chance. 87. Minute. Riesenmöglichkeit. Aber vertan. So blieb es beim 1:0 für Slowenien, die mit 4 Punkten sehr gute Möglichkeiten haben, im Turnier weiterzukommen. Gruppe C, Spiel Nummer 2. Dänemark gegen England. Die Dänen enttäuschten gegen Slowenien. England kämpfte, ja, und holte sich einen Arbeitssieg gegen Serbien. Das sollte spielerisch doch bestenfalls etwas schöner werden und das wurde es. Frühes 1:0, Walker staubt ab nach einer knappen Viertelstunde zum 1:0 für die Engländer. Schön durchgespielt, Saka scheitert dann noch an Schmeichel, der überragend hält. Walker nicht im Abseits, läuft durch, drückt den Ball dann über die leere Torlinie.
sonst nicht viel zu holen in Halbzeit Nummer 1, was die Highlights angeht. Das war ja auch schon ein Problem von England gegen Serbien, aber sie führten, das Ergebnis gab ihnen dementsprechend recht. Zweiter Durchgang, Højbjerg gewinnt den Ball gegen Trippier, legt den Ball auf Højlund, nochmal zurück auf Barr und Pickford. Muss sich hier in der 71. Minute das erste Mal so richtig beweisen. Das tut er allerdings mit Bravour. Schlussphase. Mal wieder England gegen Serbien, dieses 1:0 über die Zeit gebracht. Aber das muss ja nicht immer so eine Zitterpartie werden. Kane, Bellingham, 2:0, die Entscheidung in der 89. Spielminute. Trifft auch im zweiten Spiel Jude Bellingham, der englische Anführer, der polarisiert, aber abliefert. 2:0 gewinnt England. Die haben 6 Punkte nach 2 Spielen und Dänemark verharrt bei einem Punkt. Spanien gegen Italien. Zwei erfolgreiche Mannschaften vom ersten Spieltag. Die Spanier mit dem klaren 3:0 gegen Kroatien. Italien steckte den frühen Schock weg vom 0:1 gegen Albanien und gewann am Ende mit 2:1. Hier war es ein Abtasten auf hohem Niveau, aber unterhaltsam war es dadurch nicht. Wir sind schon kurz vor der Pause. Noch einmal Spanien mit dem Versuch. Morata auf Pedri. Fabian Ruiz wird da auf den Fuß getreten. Das wird als Strafstoß gegen Calafiori gewertet. Extrem unglücklich. Ja, vielleicht auch der Kontakt an der Achillesferse. Aber wenn hier ein Tor fallen sollte, dann nach einem Strafstoß. Das war spielerisch wirklich magere Kost. Alvaro Morata lässt sich das nicht zweimal sagen und bringt in der 45. Minute Spanien in Führung. Verdient oder unverdient, konnte man nicht wirklich sagen, weil beide Mannschaften, was Expected Goals Werte anging, so um den Nullpunkt rum agierten. Doch da kann man sich auch nur wiederholen. Das dürfte Spanien in dieser Situation erstmal egal sein. Folgerichtig mit dem 1:0 ging es dann erstmal in die Katakomben. Italien sollte sich bestenfalls steigern, sonst wird das hier nichts mit einem Punktgewinn. Die zweite Hälfte wurde dann aber fußballerisch durchaus unterhaltsam. Fabian Ruiz, Rodri, Pedri im Zusammenspiel. Rodri lange am Ball und Pedri letztendlich mit dem Abschluss. Testet Donnarumma, der ordentlich zurückgeschossen wird vom Ball, den aber abwehren kann. Nun Italien mit Chiesa. Kein schlechter Versuch in der 69. Minute. Unai Simon wehrt den zur Ecke. Diese schauen wir uns an. Arella, wieder Chiesa. Fratesi, Di Marco setzt sich durch und haut ihn an den Querbalken. Das 1:1 lag in der Luft, war den Italienern aber nicht vergönnt. Schlussphase, Italien warf alles nach vorne, Morata setzt sich durch im 1:1 mit Donnarumma, behält er die Nerven und markiert das 2:0. Die Freude war groß. 6 Punkte nach 2 Spielen in dieser Gruppe. Das ist mal eine Ansage, zumal eben Kroatien und Italien die Gegner waren. Dass Morata diese Luft noch hat in der 90. Minute, Respekt. Dann knallt er ihn da so rein.
verdienter Sieg am Ende für Spanien. Die zweite Hälfte war dann deutlich unterhaltsamer und ausgeglichener. Unter dem Strich von Italien kam zu spät was. Das war's wieder mit dieser Prognose. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Ansonsten macht's gut, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und adios.